sind nicht die Verbrennungen in seinem Gesicht. Die sind nicht lebensbedrohlich. Es sind die Verbrennungen in seiner Lunge. Am Krankenbett in der Intensivstation, wo sich 6-fach Ärzte und 34 Krankenschwestern um ihn kümmern. Allerdings ist sein Zustand wesentlich schlechter, als man befürchtet hat. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Durch diese heilige Salbung empfing der Herr sein Reich in Erbarmen. Er stieg hierbei mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Herr, der dich von Sünden befreit, rette dich und seine Gnade richtet. Which swept down Big Thompson Canyon in Colorado was the worst since records began. In Formula One today, victory celebrations were muted after a horrific accident involving world champion Niki Lauda. Due to safety concerns before the race, the Austrian had said he would not take part, but in the end he did. He was making up for lost time when he went off the track, puncturing the Ferrari's fuel tank. Brett Lunger was unable to avoid the flaming wreck, but was unhurt and joined with the other drivers to rescue Lauda, who was taken to Mannheim Hospital with severe burns. The incident reminding us again of the dangers of Formula One. Niki Lauda was trapped for almost a minute in a searing inferno of 800 plus degrees. Frau Lauda! Frau Lauda! Er ist aufgewacht, er hat gesprochen. Er hat dem Priester gesagt, er soll sich verpissen. Noch lebe ich. Sie können jetzt rein. Zwischen dem Iren im Amerikanischen und dem Engländer im Englischen auch. Der österreichische Grand Prix ist in vollem Gang. Niki Lauda Heimrennen ohne Niki Lauda und Hand mit seinem McLaren in der Pole Position geht sofort in Führung. Ein wehrloser Lauda muss zuschauen, wie James Hunt seine Abwesenheit ausschließt.
Niki, hör auf. Bitte hör auf. Marlene, ich weiß, was du denkst, aber bitte. So geht's nichts. Bitte. Ah!